Hallo zusammen, hier ist wieder Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Es ist Montag, der 19. März und in meinem heutigen Wochenausblick gehe ich wieder auf die großen US-Märkte, den S&P 500, den Nasdaq sowie den deutschen FDAX ein. Bevor wir starten, noch wie üblich der Risikohinweis. Ihr könnt das Video hier an dieser Stelle kurz pausieren, damit ihr ihn in Ruhe durchlesen könnt. Kommen wir nun zu den wichtigsten Terminen dieser Woche. Und da sehen wir morgen um 11 Uhr die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland. Am Mittwoch dann ein ganzer Zahlenreigen. Fängt an um 15 Uhr mit dem Verkauf bestehender Eigenheime in den USA. Um 15.30 Uhr die Rohöl-Lagerbestände. Dann die wichtigsten Termine dieser Woche, dann um 19 Uhr das FOMC-Statement, der Zinsentscheid der USA und um 19.30 Uhr dann noch die Pressekonferenz. Dann am Donnerstag der Einkaufsmanager-Index für Deutschland und um 10 Uhr der IFO-Geschäftsklima-Index. Und am Freitag dann der Abschluss um 13.30 Uhr mit dem Auftragseingang langlebiger Güter und um 15 Uhr Verkäufe neuer US-Eigenheime. Kommen wir nun zum S&P 500 Index. Hier haben wir in der letzten Woche eher eine Konsolidierung gesehen, nachdem es hier zu einem neuen Hochpunkt gekommen ist. Ich zeichne das hier auch nochmal kurz ein. Wir sehen hier, dass sich ein neuer Trend etabliert hat, nachdem es Anfang Februar hier zum Doppeltief am 200er EMA gekommen ist. Was jetzt nicht sehr glücklich ist aus markttechnischer Sicht ist, dass das Hoch sich hier nicht wirklich bei 2790 Punkte durchsetzen konnte. Das ist der erste Hinweis immer dafür, dass der Markt nicht so bullisch ist, wie das auf den ersten Blick scheint. Das heißt, bei der Wochenanalyse oder auch bei der Tagesanalyse kommt es immer darauf an, dass man einfach die einzelnen Bausteine versucht, ein wenig zusammenzunehmen. Und eines der Bausteine, die uns zeigt, dass wir eben trotz des Signals, was wir auf markttechnischer Sicht gesehen haben, hier etwas Vorsicht walten lassen, weil sich eben dieses Hoch nicht durchsetzen konnte. Zum anderen sehen wir, wenn wir einen Blick auf weitere Indikatoren gehen, beispielsweise, dass wir hier an der NYSE schon, mal seit Dienstag gesehen haben, dass die Jahreshochs im Verhältnis zu den Jahrestiefs nicht mehr wirklich aussagekräftig waren. Wir haben vorher so ein Verhältnis von 1 zu 3, 1 zu 4, 1 zu 5 gehabt. Dann sehen wir, am Dienstag ist das Ganze zurückgegangen auf etwa 1 zu 1 und dann ist es sogar 1 zu 2, 1 zu 7, 1 zu 8 und 1 zu 2 zurückgegangen. Das heißt, hier gab es schon in der letzten Woche die ersten Anzeichen dafür, dass diese Dynamik nicht mehr so da ist. Auch wenn wir auf den Panikindikator schauen, den Fear and Greed Index, auch hier sehen wir, dass wir nicht gerade im idealen Marktumfeld uns derzeit befinden. Das heißt, hier werde ich auf jeden Fall in den kommenden Tagen eher Vorsicht walten lassen, keine neuen Positionen im S&P 500 eröffnen, es sei denn, wir kommen hier wieder mit Schwung über die 2790er Punkte Marke zurück. Wichtig ist vielleicht auch noch anzumerken, wir hatten am letzten Freitag Verfallstag. Das heißt, es gibt hier sicherlich noch die ein oder andere Überlappung von Positionen. Das heißt, ich würde den heutigen Tag auch noch nicht überbewerten. Aber ab morgen kann man dann doch schon sehr gut feststellen, in welche Richtung der Markt weiterhin tendieren möchte. Kommen wir zum Nasdaq-Index. Hier sieht das Bild wesentlich besser aus. Wir haben ja auch vorhin schon kurz bei dem Blick auf Jahreshochs und Jahrestiefs gesehen, dass der Nasdaq hier wesentlich besser aussah, auch in der letzten Woche. Wir sehen auch, dass sich hier der Aufwärtstrend wesentlich stärker etablieren konnte. Es ging ja sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben ja nicht nur einen neuen Aufwärtstrend etablieren können, sondern wir haben auch schon neue Jahreshochs in der letzten Woche gesehen. In meinem Newsletter bin ich ja auch schon darauf eingegangen, dass die Konsolidierung, die wir jetzt momentan sehen, sehr trendbestätigend noch ist. Das heißt, wir sehen hier einen Rücklauf an die alte
Ausbruchsmarke an die alten P2s, sowohl an den Hochpunkt von Ende Februar, aber auch an den von Ende Januar. Das heißt, bis hierhin ist eigentlich alles in Ordnung. Hier würde sich das Bild erst eintrüben, wenn der Nasdaq-Index hier die Tiefs bei etwa 6.600 Punkte herausnimmt. Bis dahin ist hier noch einiges am Platz. Das sind gut 5%. Das heißt, wir können hier wirklich noch in Ruhe abwarten, was hier passiert. Deswegen würde ich auch hier lieber im Nasdaq-Index nach neuen Einstiegschancen schauen. Einige Werte hatten wir uns ja schon in der letzten Woche im Newsletter angeschaut, die sehr, sehr gut gelaufen sind. Auch jetzt macht es wieder Sinn, in dieser Woche in erster Linie einen Blick auf die Nasdaq-Werte zu werfen, sobald hier wieder Stärke in den Markt zurückkehrt. Abschließend der Blick auf den FDAX. Und was wir hier sehen, ist wirklich ein Trauerspiel. Wir haben eine starke Abwärtsbewegung gesehen, wie in den anderen Märkten auch. Das war auch gar nicht weiter dramatisch. Aber wir sehen hier vom Hoch bei 13.000 Punkten, dass der Markt hier wirklich sehr stark nach unten gelaufen ist und dass wir diesen Abwärtstrend, den wir hier gesehen haben, noch nicht einmal gebrochen haben. Wir haben auch es noch nicht geschafft, den 200er EMA wieder zurückerobern. Das heißt, es gibt hier sehr viele Marktteilnehmer, die hier gar nicht gewillt sind, neue Positionen aufzumachen. Und das macht den Handel auf mittel- und langfristiger Sicht momentan natürlich extremst schwierig. Und solange wir nicht große Dynamik in die US-Märkte hineinbekommen, dass hier neue Jahreshochs erzielt werden, sehe ich hier auch wenig Chancen, dass der deutsche Markt hier ein Eigenleben entwickelt und nach oben wegpusht. Eher das Gegenteil sollte der Fall sein. Sollte der amerikanische Markt wieder zur Schwäche neigen, denke ich, dass der deutsche Markt hier das Ganze sehr gerne aufnehmen wird, um dann wieder in Richtung Tiefs 11.700 Punkte zu laufen. Das heißt, für mich bestehende Positionen, wie zum Beispiel in der Dividendenstrategie, werde ich natürlich weiterhin aufhalten, werde sogar schauen, ob ich vielleicht neue Positionen zubauen kann. Aber für das Handelsthema, also Tag und Stunde, werde ich hier weiter wie bisher an der Seitenlinie stehen bleiben, keine neuen Positionen aufmachen. Unberührt davon sind natürlich News, wie beispielsweise letzte Woche in der Adidas-Aktie. Solche Dinge greife ich natürlich immer sehr gerne auf, um dann hier im kurz- und mittelfristigen Fenster neue Positionen zu eröffnen. Das haben wir ja auch gesehen, nachdem bekannt wurde, dass Adidas eigene Aktien zurückkauft, dass es ein großes Gap gegeben hat. Ich kann auch hier kurz nochmal den Chart dazu aufmachen, den Tageschart, damit wir das Ganze anschauen können. Wir sehen hier, es hat hier erstmal ein schönes Gap gegeben, aber seitdem ist der Markt ja auch einfach immer weiter nach oben gelaufen. Das heißt, solche Dinge kann man natürlich nutzen für den Handel, sowohl im Trading für den Bereich im Stundenchart, als natürlich insbesondere auch im Daytrading. Denn wenn wir uns anschauen, wie hoch sind denn hier wirklich die Bewegungen, die hier entstehen, und die sind natürlich vom Tagestief zum Tageshoch mit über 5% sehr stark, auch am Folgetag mit über 3%. Das heißt, hier haben wir natürlich gute Möglichkeiten als erfahrener Daytrader hier von solchen Volatilitäten im deutschen Markt zu profitieren. Aber ansonsten ist es besser, wir bleiben flat und schauen uns das Ganze von der Seitenlinie an. Das war's wieder von mir, Mario, für Markttechnik erfolgreich handeln. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Börsenwoche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.